Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Freunde, heute dreht sich mal um ein Überraschungspaket. Ich habe nichts bestellt, ich weiß es nicht, ich kenne auch den Absender nicht, beziehungsweise ich kenne einen Thomas Schumacher aus der Schweiz, aber ich kenne keinen Hans Schumacher aus Neuss, bei Düsseldorf, ja. Also, keine Ahnung, wer das ist oder was es ist. Ich mache das jetzt einfach mal mit euch auf. Beziehungsweise erst nach dem Intro. Na gut, dann schneiden wir mal das Ganze auf und schauen mal, was uns da erwartet, weil ich bin mir da nicht ganz sicher, denn ich kenne halt den Absender nicht, wie ich schon gesagt habe. Okay, da ist ein Brief drin. Also doch. Passt ja, dass ich heute zufällig noch, das ist wirklich zufällig, dieses Shirt anhabe. Also gut, ich muss natürlich auch ganz ehrlich zugeben, das Päckchen oder das Paket steht etwas länger schon hier. Es kam schon vor einer ganzen Weile hier an. Ich habe bloß jetzt noch nicht die Zeit gefunden, das auszupacken und vorzustellen oder zu zeigen, weil ich war jetzt in letzter Zeit wirklich etwas im Stress. Aber ich hoffe, es ist vom Buttermaker. Liebe Grüße in die Schweiz schon mal. Ich hoffe, ich darf den Brief vorlesen. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Also, verehrte Majestät, Kaiser Ausinie der Einzige. Als ich am 17.06.23 beim Meet and Greet bei den Bricks Gorillas in Olten hier in der Schweiz war, stieß ich beim Stöbern durch den Laden auf zwei Sets, welche ich eurer Majestät einfach nicht vorenthalten konnte, da es vermutlich, in Klammern, so wie ihr, die letzten ihrer Art sind. Das könnte sein, ja. Es handelt sich zwar um zwei identische Sets, aber es gelang mir damit, die gesamten Restbestände an Ausinie-Sets der Bricks Gorillas aufzukaufen, um meinen Beitrag zu leisten, eurer Kaiserreich, andere nennen es Pill of Shame, zu vergrößern. Ich hoffe, dass ihr Gefallen an den beiden Sets findet und meine Mission erfolgreich war. Es grüßt euch aus Helvetia, Buttermaker. Es ist der Knaller. Vielen Dank, mein Freund. Das hat mich jetzt wirklich sehr gefreut. Es hätte nicht sein müssen, aber natürlich freue ich mich da sehr darüber. Schauen wir uns mal das Ganze an, um was es da jetzt geht. Ein bisschen näher. Also, wir haben zweimal dasselbe Set von Ausini, die 28404. Eigentlich müsste ich es ja auswendig wissen. Ne? Schließlich kommt es ja von mir. Nein, die 28404, 173 Teile ab 6 Jahre und das ist aus der Pharma-Reihe, Pharma-Serie, wie auch immer. Und hier unten seht ihr auch nochmal Bricks Gorillas, also das ist, wie gesagt, aus der Schweiz. Jetzt gehe ich ja mal davon aus, dass sein Papa, dass der Hans ist, dass der in Neuss wohnt und das dann halt hierher geschickt hat. Also auch viele Grüße nach Neuss und vielen Dank dafür. Rückseite, genau. Ich werde mal gucken, ich werde das jetzt mal aufbauen, also nicht jetzt, die Tage irgendwann mal aufbauen und vielleicht werde ich da ein großes Haus davon bauen, von den beiden Sets. Also ein größeres als das. Ja, da gibt es ja noch ein anderes. Anscheinend hier unten so eine Wassermühle. Schaut mal. Jawohl. Hier unten das, ne? Da. Ne, Quatsch, da ist es. Ja, das kenne ich auch nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Ich werde es auf jeden Fall aufbauen und bedanke mich nochmal ganz recht herzlich beim Buttermaker. So, und wenn euch das kurze Video diesmal gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, Hashtag abonniert Buttermaker. Und auch mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ansonsten bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, was ich hier gemacht habe, dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn nicht, einen Daumen nach unten. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und ich sage ciao, euer Paul. Macht's gut.